Neues Video von der Pixgarage Nymburk. Heute geht es um den Silent Scorpion. Viel Spaß beim Video. Heute stelle ich euch den Silent Scorpion vor. Ich erkläre euch ein bisschen, wozu der gut ist, was man damit machen kann und warum ich mir den in meinen Roller einbaue. So, was ist dabei? Und dabei ist einmal der Silent Scorpion, bestehend aus zwei Teilen. Gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Dann haben wir zwei Adapterplatten und zwei Schrauben, die dazugehören. Und eine Bedienungsanleitung, glaube ich, die nicht so wirklich rauskommt. Ja. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung, wo man dann sehen kann, wie alles zusammengehört. So, jetzt fangen wir aber mal an. Jetzt erklären wir das Ding mal ein bisschen. Warum Silent Scorpion? Wer den Motor versetzen muss, um einen Breitreifen unterzukriegen, der braucht ein bisschen Platz für den Stoßdämpfer. Weil der Stoßdämpfer ist, wenn er verbaut ist, generell, wenn der Motor versetzt wird, schief. Das heißt, der obere Anschlagspunkt und der untere Anschlagspunkt sind nicht mehr lotrecht. Und um das wieder hinzukriegen, muss man den versetzen, den Stoßdämpfer, und zwar hier oben in der oberen Befestigung. Und dafür ist der Silent Scorpion gut. So, wie montiere ich das Ganze? Der Silent Scorpion besteht aus zwei Teilen. Das untere Teil mit der Schraube vom Stoßdämpfer hier durch, das können wir erstmal auf Seite legen. Wir beschäftigen uns mit dem oberen Teil, das angeschrägte Teil. Das kommt oben in den Rahmen. Dazu kommen die zwei Adapterplatten, um auf die Höhe einer PX zu kommen. Hiermit könnt ihr mit den Adapterplatten immer noch so ein bisschen variieren in der Höhe. Entweder ihr macht beide drauf oder ihr lasst eine weg oder ihr macht noch eine drauf. Die könnt ihr euch dann zusätzlich bestellen. Könnt ihr ein bisschen mit der Höhe variieren. Dazu haben wir dann Schrauben, Federring, Unterlegscheibe. Und das montieren wir jetzt fest im Rahmen und da ist der erste Schritt erstmal erledigt. Die lange Linsenkopfschraube kommt in das obere Teil, was in den Rahmen kommt. Dann kommen die zwei Adapterplatten drauf und dann wird das oben in den Rahmen verschraubt. So, dann packen wir uns das, bauen das hier so ein und schrauben das von der anderen Seite mit der Mutter und einer Scheibe und einem Federring fest. So, als nächstes Stoßdämpfer, Silent Gummi, Schraubensicherung. Hier machen wir ein bisschen Schraubensicherung drauf und dann bauen wir den Silent Gummi so direkt auf den Stoßdämpfer. Hier war früher eine Hülse zwischen. Die Hülse fällt jetzt weg, weil die brauchen wir nicht mehr, weil wir jetzt den Scorpion da drunter haben und das Silent Gummi direkt auf den Scorpion bauen. Sollte wie bei mir jetzt bei euch auch zwischen Silent Gummi und dem Dämpfer ein bisschen Distanz sein, dann füllt das mit Unterlegscheiben auf, damit ihr eine vollflächige Auflage habt. So würde der Silent Gummi nämlich nur im Gewinde stehen vom Dämpfer. Ja? Also wenn das wie bei mir dann auch bei euch ist, dann Unterlegscheiben drunter. So, wie ihr seht, haben wir das Ganze jetzt mit zwei Unterlegscheiben unterbaut und jetzt haben wir auch eine vollflächige Auflage. Und jetzt bauen wir noch den Oberteil vom Silent Scorpion drauf und dann bauen wir das Ganze in den Roller. Das Unterteil des Silent Scorpions kommt jetzt hier drauf. Unterlegscheibe. Natürlich wieder Schraubensicherung. Und dann Motor festziehen. Das ist eine M8er. Könnt ihr mit einer 13er Nuss. Und wenn das zusammen ist, bauen wir das ein. Der Vorteil an dem Silent Scorpion ist, dass ihr den Stoßdämpfer verschieben könnt. Ja? Ich habe das jetzt schon ein bisschen zu festgeschraubt. Sekunde. So. Also ihr könnt den Stoßdämpfer in der Achse hier oben verschieben, sodass, wenn ihr unten den Motor verbreitert habt, dass ihr den Stoßdämpfer oben gerade ziehen könnt. Dafür ist der Silent Scorpion. Also das heißt, wenn ihr den Motor um 10 mm versetzt habt, dann misst ihr von der ursprünglichen Stelle, nämlich hier ganz links, 10 mm nach rechts. Oder ihr legt sogar ein Lot an und misst euch das aus, bis der Stoßdämpfer gerade steht. Normalerweise reicht auch die optische Geschichte, aber das kann ja jeder am Handhaben, wie er will, ob er es mit einem Lot macht oder ob er es per Auge macht oder ob er es hier oben abmisst. Aber so sieht das Ganze dann aus und dann bauen wir das einfach ein, indem man das Ganze dann einfach drauf steckt
Und dann ist der Drops gelutscht. So, und zur Sicherung des Ganzen wird jetzt hier an dieser Stelle noch die letzte verbleibende Schraube eingepasst. Und dann habt ihr eine schöne Varianz. Hier. Von eurem Stoßdämpfer zum Breitreifen. So. Wunderbar. So simpel und so einfach kann man das Ding zusammenbauen. Und das Schöne ist, wenn ihr dann irgendwann mal die Stoßdämpfer ausbauen wollt, dann braucht ihr nur noch diese Schraube demontieren. Ihr braucht den Tank nicht rausheben, ihr braucht kein Gefummels machen. Ihr demontiert einfach diese Schraube und dann habt ihr den Stoßdämpfer in der Hand. Ihr müsst natürlich den Stoßdämpfer vorher unten vom Motor lösen. Das ist klar, sonst geht's nicht. Aber die Varianz hier unten in dem Silent-Gummi ermöglicht es euch auch, dass ihr das also problemlos hier... So, ihr müsst den Stoßdämpfer im Grunde nur... Also, schätzungsweise 20 mm bewegen und dann könnt ihr den schon runternehmen. Also ihr müsst den nur eine Fingerkuppe etwa bewegen und dann könnt ihr den runternehmen. So einfach geht das. So, um den ganzen Spaß jetzt zu sichern, nehmen wir die Schraube, die Schraubensicherung, machen wir ein bisschen was drauf und dann schrauben wir den ganzen Klamotter hier rein. Und damit wird der Silent Scorpion montiert. Also, nichts Weltbewegendes, aber ein Riesenstück Arbeitserleichterung für denjenigen, der einen Breitreifen installieren will. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ciao.